So Leute, in diesem Video rede ich über Shu Bianchi, der vorgestern beim Großen Preis von Japan schwer verunglückt ist und deswegen ein Schädelhirntrauma erlitten hat. Also ich finde, dass die Formel 1 noch sicherer werden muss. Ich glaube, der Tod von Senna wird der letzte Todesfall bleiben. Ich glaube, Bianchi wird schon schaffen, aber trotzdem, die Verletzungen sind ziemlich schwer und die Chance ist nicht ganz sicher, dass er überlebt. Also ich finde, dass die Formel 1 sicher werden soll, damit solche Vorfälle vermeidet werden können. Oder was sagt ihr dazu?